Heute haben wir das kommunale Integrationszentrum einstimmig im Rat der Stadt Düsseldorf auf den Weg gebracht. Ein Thema, was wir intensiv im Integrationsausschuss schon vorher diskutiert haben. Wir sind sehr froh, dass diese Landesinitiative jetzt getragen hat. Die Stadt Düsseldorf spart dadurch erstmal eine Menge Geld. 100.000 Euro sind dafür frei geworden. Etwas mehr sogar, von denen wir hoffen, dass die jetzt auch in integrative Projekte eingebracht werden. Der nächste Vorteil: Die Landesinitiative schreibt vor, dass man sich mit dem Integrationskonzept der Stadt Düsseldorf beschäftigt. Natürlich ist nicht unsere Stadt alleine, sondern allesamt. Was wir sehr gerne als Anlass nehmen, uns in den nächsten 2 Jahren, dieser Zeitraum ist eingeräumt worden dafür, uns intensiv damit zu beschäftigen. Und wir haben durchgedrückt im Integrationsausschuss, dass sich die Politik da auch daran beteiligen wird. Ein interessanter Prozess, der hoffentlich auch die Bezirksvertretung mit einbeziehen wird, die, wenn die Planung etwas fortgeschritten ist, dann vielleicht auch Mitte, Ende nächsten Jahres dann vom neuen Weg des Integrationskonzeptes erfahren wird. Danke.